Und damit, hey Leute, und willkommen zu einem ganz besonderen 100-Euro-Minigames-Turnier. Denn heute haben wir das allererste Hide-and-Seek-Turnier. Das heißt, suchen und verstecken. Ihr seht es schon hier. Wir werden es verschieden machen. Zum einen muss ich mich verstecken, aber in dem Fall müsst ihr euch verstecken und ich auf euch jagen. Und am Ende immer der, der am längsten überlebt, ist im Finale. Und damit würde ich sagen, auf geht's. Wir gehen die erste Runde rein. Und ich bin direkt Mortis. Okay, dann gehen wir hin. Rechts, oben, links. Ich gehe rechts. Let's go. Okay. Ich habe noch Speedgear draufgehauen. Die Ticks dürfen kein Speedgear nehmen, habe ich gesagt. Oh Gott. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Der Poison kommt schon langsam. Oh je. Das wird so dumm werden. Vor allem wird es halt extrem spannend werden, wenn ich der eine bin, der dann halt später sich verstecken muss und dann irgendwo ein Mortis rumläuft. Okay, ich würde sagen, müssen wir uns mal ein bisschen überraschen. Wir gehen jetzt mal hier entlang. Komm. Da war einer. Den habe ich. So, Darkfire ist direkt der Erste. Sehr aktiver Zuschauer, den kenne ich doch direkt. Hat er auch Speedgear benutzt? Der wäre eh ausgeschieden. Das ist schwieriger, als ich denke. Ich glaube, es ist teilweise auch fast sinnvoller, dass ihr der Sucher seid. Ist vielleicht fast ein bisschen spannender. Oh, den werde ich sowas von safe haben. Oh, yes. Ey, das ist auf jeden Fall... Leute, also kommt. Sich mit einem Gadget zu beschützen, ist natürlich komplett lost. Also sorry, was sollte das denn gerade? Er ist auf jeden Fall raus. Okay, Ultima. Ja, was? Was? Jo, der Volltreffer. Ich glaube, der ist eh schon raus, oder? War das nicht der, der schon vorhin rausgeflogen ist? Ja, vielleicht war es ein anderer. Wir müssen gleich mal Wiederholung schauen. Auf jeden Fall. Er hätte gewonnen, außer er war da mit dem Gadget. Ich muss gleich mal Wiederholung kurz schauen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Einer hat geschummelt. Ich glaube, er war es. Ich glaube, ABC war es. Schätze ich mal. Nein, es war wirklich Egit. Nein, Egit. Er hat einfach geschummelt. Er war ausgerechnet der. Oh, ich bin auch vorbeigelaufen. Habt ihr es gesehen? Gerade noch die Wiederholung. Hier sehen wir es nochmal. Hier. Ich bin voll dran. Er nutzt das Gadget. Und dann laufe ich nochmal komplett an ihm vorbei. Ist natürlich nicht weiter. Das ist natürlich nicht der Win. Das bedeutet, der Zweite kommt weiter. Und das ist in dem Fall ABC. Glückwunsch, du bist der Erste, der im Finale ist. Ege, tut mir leid. Mortis-Sieg, okay. Dann machen wir es in der zweiten Runde andersrum. Der Map-Ersteller darf suchen, okay? Also Red X, du musst es suchen in dem Fall. Speedgear ist verboten. Wer das nutzt, darf auch nicht weiter. Okay, wir haben die zweite Runde und dieses Mal müssen wir uns verstecken. Wieder genau dasselbe, ne? Ihr kennt es, wir haben eine große Map, aber jetzt... Jetzt wird's eklig. Okay, ich hätte gesagt, wir gehen mal direkt irgendwo in die Ecke. Speedgear ist, wie gesagt, verboten, hatten wir gesagt, um es ein bisschen ekliger zu machen für die, die sich verstecken müssen. Und meine Idee war, dass wir am besten einfach hier in die Ecke gehen. Also, ich glaube, ich bleib eher so ein bisschen in den Ecken, oder? Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass man gefunden wird. Ich kann natürlich auch die ganze Runde in der Ecke stehen bleiben, aber ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee wäre. Ich gehe mal ein bisschen nach oben jetzt, komm. Ich gehe mal doch ein bisschen nach... Oh Gott! Okay, ist kein Mortis. Den können wir doch auch eigentlich gut sehen, weil der muss ja eigentlich ein bisschen rumdashen. Oder er ist so schlau und dasht nicht rum. Das ist vielleicht sogar besser. Oh Gott! Ist das Erste raus! Aber er hat es schlau gemacht. Er hat sich nicht sichtbar gemacht, wisst ihr? Er ist nicht rumgedasht und dadurch hat man auch nicht sehen können. Hä? Hey, er läuft ja so fett an denen vorbei. Hä? Hallo? Digga, wie kannst du die nicht sehen? Habt ihr das gerade gesehen? Der ist ja straight dran vorbeigelaufen. Den hat er jetzt. Hallo, hä? Das... Sorry, dass ich rumschreie, aber was war das denn? Hilfe. Okay, ist er dann doch noch gekommen. Was macht er denn? Schläft er beim Spielen oder was ist da passiert? Es kriegt ja noch Poison Damage. Okay, noch drei am Leben. Oh, jetzt geht's drum. Einer von den beiden hier. Wir folgen jetzt mal, okay. Was? Die sind beide auf dem Haufen jetzt. Oh mein Gott, Armin hat gewonnen. Yo, er ist einfach direkt vorbeigelaufen. Was ist da denn passiert? Okay, also wir haben jetzt die dritte Runde. Wir haben jetzt eine total komische Random Map. Wir sehen es hier einmal, ne? Hä, es haben ganz viele auch Bow genommen, okay. Okay, also der Mortis muss jetzt hier suchen. Und die Buschform ist komplett random. Ihr seht es hier. Es ist ja komplett dumm. Okay, wir können natürlich jetzt auch sichtbar machen und hier rauslaufen, aber es ist natürlich riskant. Ey, nicht angreifen. Okay, da ist er, geht los. Erster ist tot. Ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr random. Ich bin sichtbar. Oh nein. Oh, kacke, er kommt. Ich bin Sprung. Ja, er ist in den Teleporter rein, oder? Ich laufe nach oben. Teleporter schnell. Nein, ich bin tot. Also wir sehen, die meisten sind so... es sind einige rechts, sie werden jetzt entdeckt. Hallo, Digga, er läuft vorbei. Hä? Robin, da ist Robin. Jetzt, okay. Wieso laufen immer die Sucher an den Leuten vorbei? Wir müssen immer die Wiederholung sonst anschauen, ob auch alles korrekt war. Sah gerade ein bisschen sass aus, was er da gemacht hat. Nicht, dass er irgendwelche Kollegen oder so noch hat, die ja vielleicht verschont. Hä, was machen denn die da oben? Leute, ihr müsst euch schon in den Büschen verstecken. Gut, die sind jetzt eh raus. Yo. Hä? Wieso killt er denn jetzt denn nicht? Hallo? Weiß er überhaupt, was er machen muss? Oder hat er gar... Ich verstehe es nicht so ganz. Hä? Jetzt hat er gekillt. Hä? Ich schau mal die Wiederholung kurz nochmal an. Wir müssen ganz kurz mal analysieren, ob wir die Runde werten. Also es war echt ein bisschen... Dann Hisoka erstmal als Erster. So, komplett lost. Einfach disconnect. Dann hier, das passt alles soweit. Bin ich hochgesprungen, ist ein Teleport. Ist in Ordnung. Bisher passt alles.
Ja, ich würde einfach sagen, dass Leo gewonnen hat. Der, die da oben eigentlich eh alle killen müssen, ist irgendwie jetzt wieder zurückgelaufen. Der Shelly bekommt die Cubes und die Bows müssen sich vor ihr verstecken. Die Shelly darf nur schießen, wenn ein Bow in ihrem Sichtfeld ist. Also Sicht ist natürlich klar. Speedgear ist eigentlich nicht erlaubt, oder? Okay, vierte Runde. Wir verstecken uns. Wir sind dieses Mal Bow. Und eine Shelly darf suchen. Das habe ich auch noch nie gemacht, so in der Art. Da bin ich auch mal gespannt, wie das sein wird. So, perfekt. Dann gehen wir einmal hier rein, okay. Ey, die nutzen das Gadget wie Lost. Ja, okay, gut. Das ist einfach nur so hinstellen. Komm, ich stelle einfach mal auch mein Gadget da rein. Also ihr seht schon, man hat halt die Sicht. Und sobald die Shelly in Sichtweite ist, darf die Shelly einen angreifen, hieß es. Oh je. Oh, da war er. Oh, der geht gerade. Der ist gerade da oben. Der ist gerade da oben. Ich bleib mal in der Ecke. Nein! Wieso werde ich immer letzter in diesen Games? Ich hätte in der Ecke nicht bleiben sollen. Bei diesen Suchen und Verstecken-Minigames ist es halt auch so, dass man wirklich halt auch gut weglaufen kann, ne? Ihr seht es auch hier. Oh Gott, jetzt kannst du erst. Oh mein Gott, das ist so ein Block gerade. Wenn er jetzt. Oh, die, doch, er hat noch die Ult, okay. Jetzt. Oh, der Nächste ist in der Ecke. Er hat ihn übersehen! Hä? Yo, wie hat er den übersehen können? Der schüttelt auch den Kopf. Habt ihr die Reaktion gesehen? Wie hat er den übersehen können? Oh, die Mitte ist halt echt gefährlich. Tomate. Oh, den hat er, glaub, den hat er. Ja, ja, den sieht er. Ich glaube, diese Sichtreichweite ist gar nicht mal so groß, wie man denkt. Also ich würde tippen, dass ich glaube, der in der Ecke da hinten gewinnt. Sweat. Ich glaube, der gewinnt. Oh, die beiden sind sowas. Hä? Ja, ja, die sind weg, die sind weg, die sind weg. Ich sag, Sweat gewinnt. Der ist rechts. Rechts oder links. Oh Gott, nein. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Na, er hat ihn gefunden, ja. Boah. Ja, das ist echt cool zum Zuschauen. 5 von 9. Glückwunsch an der Stelle an LOL. 5. Okay, also, fünfte Runde und jetzt müssen alle von den Bären weglaufen. Wir sind Nita. Das ganz andere halt in Sieg und wir werfen nach unten. Okay, ich bin gespannt. Okay, also, wir dürfen nicht angreifen. Der Bär ist schneller als die ganzen 8-Bits und es wird... Oh mein Gott, er ist sowas von reingelaufen. Der ist ja sowas von reingelaufen, der Arme. Ich kann auch so ein bisschen trollen eigentlich und so ein bisschen den Angst machen, da so rumlaufen. Aber ich glaube, oh, der Nächste ist weg, der Nächste ist weg. Oh, schafft er das? Ich habe auch einen Stun hier. Ah, ich warte mal ab, ich bin jetzt mal nicht so gemein. Die Stun Gears nutze ich eher am Ende. Er hat Speed Gear aktiviert. Oh mein Gott. Ja, raus, WTF. Das hat das Minigame komplett kaputt gemacht. Der war nämlich so schnell wie der Bär. Der hat aber Speed Gear angehabt. Moin, Kevin, was geht? 5 noch am Start. Okay, jetzt wird's spannend. Komm, noch 4. Der hat keinen Speed Gear, oder? Hat er Speed Gear? Nee. Aber es klappt trotzdem ganz gut. Also, hier, der kann ich so gleich weglaufen. Da unten sind ein paar. Oh Gott, die kriegen jetzt so Angst. Der Bär, Junge. Es wird so spannend werden. Okay. Ich nutze gleich das erste Stun-Gadget. Um alle mal wegzustunnen gleich. Okay, 3, 2, 1, go. Boom. Oh, war ein bisschen ärgerlich für den jetzt. Okay, ich habe noch zwei. Ich werde jetzt alle direkt nutzen, sobald ich drin bin. Und stun. Boom. Oh, 3 erwischt. 1 habe ich noch. 1 habe ich noch. 3, 2, 1, drück's direkt, dass es fair ist. Boom. Oh, yo. Okay, das war geil. Wir checken noch einmal ab, ob die keinen Speedgear hatten, ne? Weil der eine war ja auch gerade am Start mit Speedgear. Hat er Speedgear? Nee, wir hatten Speedgear gehabt. Ach, ja, ja, Speedgear, genau. So, okay, wir sind in der 6. Runde. Ein etwas anderes Hide-and-Seek-Minigame jetzt in dem Fall. Und zwar der blinde Rentner. Das heißt, wir sind der Rentner, also Gale, der halt blind ist. Und die anderen, die Ticks, müssen sich verstecken. Wir warten mal ganz kurz. Okay, 17 Cubes, auf geht's. Der Teleport ist ein bisschen unnötig da gesetzt. Ich hoffe, ich werde da nicht nochmal reingehen. Okay, wir schießen mal nach unten zweimal. Da ist keiner, okay. Können wir die One-Shotten? Nee. Da, da. Oh, er ist gedodged. Aber Speedgear ist sowieso raus. Leute, wir hatten gesagt, in allen Runden kein Speedgear. Also alle, die Speedgear nutzen, können sich... Ey, er nutzt auch Speedgear. Ja, das ist natürlich... Gut, das ist ja nicht mein Problem. Okay, wir schauen mal. Da oben bestimmt. Nee, da ist keiner. Ich mache mal eine fette Ult in die Ecke. Ich wusste es, ich wusste es. Oh, das war gemein. Der ist auch raus. Der will mich einen Cupid holen. Nee. Hier, da ist jemand. Oh, ich habe ihn getroffen. Nein. Doch. Und den auch noch. Das ist übel geil. Okay, er ist noch 4 am Leben. Hier. Jo, ich wusste es. Dann dort. Die können ja nicht so viel. Die können ja nicht so viele versteckt sein jetzt. Das sind ja überall Cubes, die da liegen. Dann dort. Dort. Jawohl, ich wusste es. Zack, Stun. Und den haben wir. Ey, das ist ja übel geil. Aber er hat Speed geaktiviert. Er hat Speed geaktiviert. Also, da müssen wir gerade nochmal schauen. Dann ist der zweite wahrscheinlich weiter, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, so viele hätten es auch nicht Speed Gear. Waren 3 Leute halt. Oder 4 vielleicht, aber ist ja nie ein Problem. Es ist auch kein so krasser Vorteil, aber es reicht. Ja, dann hat. Wer ist denn das? Kill You. Hat dann gewonnen, ja. Sehr gut. Okay, also wir sind in der 7. Runde. Und wir müssen uns diesmal wieder verstecken. Wir haben die blinde Bee. Oh je. Mal schauen. Es gibt sogar einen Teleporter bei der Map. Das ist mal was anderes. Wir nutzen zwischendrin mal aus Spaß. Eigentlich ist es halt dumm, da hinzulaufen, wenn man dann gesichtet wird. Oh, der schießt auch in unsere Ecke schon mal. Okay. Ja, also eigentlich wäre es dumm, da hinzulaufen. Oh, nein. Ja, ja, ja.
Jetzt wurde ich getroffen, weil der getroffen wurde. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin als Erster wieder raus. Oh, er trifft ihn mit einer Biene. Oh Gott. Und er dodgt. Oh mein Gott. Alter, also der da oben, finde ich, hat er gerade schon mal richtig krank bewiesen. Oh, jetzt. Der nächste Schuss ist... Ja, den hat er. Ist tödlich, wollte ich sagen. Mal schauen. Oh nein, er ist raus. Oh Gott, nein. Oh, der hat auch Pech gehabt. Er hat die komplette Ladung abbekommen gerade. Ja, jetzt hat er ihn. Oh, zwei noch. Oh, wer gewinnt? Boah, es war sehr, sehr knapp. Killer Fritz war es, glaube ich, ne? Auf Platz 2. Ah, wir sind schon drin. Okay, also, vorletzte Runde vorm Finale. Ich bin Squeak und alles ein Tick. Ich habe sowas noch nie gezockt vor allem. Ich weiß auch nicht genau, wie die Map aussieht. Also, ihr müsst jetzt aber schon reinlaufen, Leute, ne? Dann gleich. Also, ich weiß nicht, was der hier vorhat, Thomas. Aber irgendwie chillt er sein Leben. Hallo? Lebst du noch? Keine Ahnung. Okay, alle laufen rein. Da haben einige Speedgear aktiviert, habe ich schon gesehen. Aber die haben halt dann keine Chance, das ist ihr Problem. Okay, tut mir leid, Thomas, das dauert echt zu lang. Also mit einem Schuss kann ich ihn killen, okay. Und damit geht's los, ich habe auch Speedgear aktiviert. Ich laufe mal straight in einer Linie. Okay, da ist der Erste. Der ist ja voll rein. In der Linie nach hinten, wollte ich sagen. Jetzt nach unten. Und nach oben. Oh, ich habe voll einen erwischt. Ich schieße jetzt mal so richtig mies in die Ecke da rein. Und dorthin. Oh, das sind halt wirklich... Es ist so gut. Ja, das macht da richtig Spaß. Ja, mit so... Oh mein Gott, haben die Angst vor mir. Jetzt hier in die Ecke. Ich hab voll jemanden erwischt, das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist übel geil. Ich hab jemanden getroffen wieder, das ist so gut, ich liebe es. Wenn jetzt einer drin ist, ist er raus. Ja, da war jemand drin, ich wusste es. Da ist bestimmt eine Ecke da unten. Hab ich die ganze Zeit nicht reingeschossen. Alter, so viel Luck für den. Dark Piper, Glückwunsch. GGs. Letzte Runde, Leute, und ich bin nochmal Tick. Kein Speedgear ist erlaubt. Ich bin jede Runde bisher Letzter geworden, jede einzelne. Wobei, ich bin einmal Vorletzter geworden oder zweimal. Was ist da denn los? Er bringt sich einfach um. Junge. Er hat einfach gar keinen Bock mehr. Okay, wir sind zumindest damit nicht Letzter. Irgendwo ist ein Mortis. Aber er hat bisher noch keinen einzigen erwischt, merke ich gerade. Er ist ja noch... Oh Gott, da ist er. Ich bleibe jetzt in der Ecke mal. Ich hoffe, dass das woanders hingeht. Oh Gott. Ich bin auf jeden Fall schon mal besser als bisher. Ich habe so Angst. Ja, er hat noch einen. Ich weiß nicht wo. Irgendwo oben. Dann bleiben wir erstmal unten. Der hat auch Schiss. Nein, er hat mich gar nicht gesehen, er hat mich durch Zufall nur erwischt. Ey, das ist so krass jetzt, ne? Zwei sind noch am Leben. Da. Gewonnen hat Sally. Dann erstmal Glückwunsch an die beiden Finalisten. Let's go. Und es geht los. Viertelfinale. Es wird ganz wild werden. Ich glaube, es sind alle bestimmt nach oben gerannt. Nein, Armin nicht. Oh nein. Ihr müsst euch schon im mittleren Busch aufhalten, oder? Hätte ich gesagt. Das haben wir jetzt gar nicht festgelegt. Aber eigentlich war es obvious für mich, ehrlich gesagt, dass man sich im Busch aufhalten muss. Ja, wiederholen wir? Ja, oder? Hatten wir jetzt gar nicht gesagt gehabt. Okay, man darf überall hin, okay? Oh nein, Sally ist offline. Oder Max schreibt jemand rein? Keinen reinlassen, Bot aus. Ja, dann mache ich Max von mir aus. Weil er war auch ein bisschen dumm für den vorhin, weil der eine hat ja schon doppelt gespielt gehabt. Dann kriegst du jetzt eine zweite Chance, Max. Glückwunsch. Einmal einfach die ganzen Kisten holen, wäre korrekt. Und ich hole schnell mal den Bären. Ich darf nur nicht aus Versehen einen Schuss zu viel machen, dann ist er nämlich tot. Danke dir, sehr gut. So, genau, holt erstmal die ganzen Kisten, ihr könnt euch schon mal überall verstecken und ich werde dann irgendwann einfach den Bären random droppen. Also ihr könnt euch eigentlich jetzt schon anfangen zu verstecken, bitte. Ich droppe jetzt den Bären, let's go, okay. Ich hole schon mal ein paar Kisten in der Zeit. Oh Gott, nein! Oh Gott, wurde erwischt. Nein! Okay, da muss ich jetzt zuschauen. Ja, das war jetzt halt unlucky, ne? Ich hab's halt dreimal, ja. Okay, das war natürlich jetzt mies, mal schauen. Die letzten drei scheiden aus. Oh Gott, der Arme, es hat ihn ja komplett erwischt. Er macht die ganze Zeit Daumen runter. Boah, ist das knapp, ne? Und oh, das sind alle drüben. Er ist sauer, er ist nicht raus. Ich glaube, er wird's... Ich bin also irgendwie gerade so ein bisschen dafür, dass er es noch schafft. Oh, das ist so... Der Bär hängt! Der Bär ist hängen geblieben. Alter, wie ich ausraste, das gibt's doch gar nicht. Er ist immer noch ganz nah dran. Oh, Junge. Ich werde auf jeden Fall das Stun-Gadget jetzt nicht nutzen, erst wenn alle raus sind. Also wenn die letzten drei raus sind. Er ist immer noch hinten. Er wird die ganze Runde schon angegriffen vom Bären. Yo, ja, immer noch. Immer noch. Es gibt's doch gar nicht. Ihr schafft es nicht, den Bären zu entkommen. Es geht um so viel Preisgeld, ich glaube, das war's für ihn. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Er ist raus. Oh mein Gott. Okay, das tut mir echt leid für ihn. Weil es ist halt Luck bezogen. Oh, und direkt der Nächste. Er ist einer noch. Der Nächste, der rausfliegt, ist auch noch raus. Der Rest ist im Halbfinale. Oh mein Gott, das wird knapp. Schafft es noch? Oh, ein Hit. Er hat's. LOL ist raus. Der Bär hat ihn. Sehr geil. So, der Rest ist eh weiter, deswegen kann ich gleich mein Stun-Gadget eigentlich nutzen. So, einmal Stun. Boom. Oh, ich habe alle erwischt. Junge, geil. Ey, das hat richtig Spaß gemacht. Okay, müssen wir gleich mal ein anderes Minigame machen in der zweiten Runde. So, wir müssen mal kurz schauen, wer raus. Jetzt ist die letzten drei, hatte ich gesagt, ne? Jemand hat das Speedgear an. Oh, das müssen wir kurz abchecken. Ja, ABC. Der war, glaube ich, sowieso raus. Okay, wir sind im Halbfinale.
Also, die Regel ist wie folgt. Wir gehen jetzt in die Ecke da oben und holen uns einfach die Kisten. Sehr nice. Und alle verstecken sich einfach direkt straight. Das sind nur Ticks. Die letzten zwei scheiden aus, die anderen vier sind im Finale. Okay, auf geht's. Wir warten noch ganz kurz bei den Kisten, wie versprochen, dass ihr euch noch ein bisschen verstecken könnt. Oh, da sind alle! Nein. Leute, tut mir leid, du bist näher dran, ich muss da jetzt hin. Ah, da sind noch zwei! Ah, ich bin mal fair, ich lasse euch nochmal laufen, okay? Muss ich jetzt für einen entscheiden, das wäre jetzt auch unfair. Ich gehe nochmal in die Mitte, weil ich war genau zwischen den beiden, wisst ihr, deswegen wollte ich jetzt nicht unfair sein. Aber jetzt, ja, okay, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da muss ich jetzt zuschlagen, tut mir leid. Oh Gott! Ich bin ja voll daneben gedasht. Leo, tut mir echt leid, das war's für dich. Digga, ich krieg ihn einfach nicht. Danke dir. Okay, der nächste. Oh, Amir. Nein, Junge. Oh Gott, Amir. Ja gut, das war natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt. Wieso bist du denn nicht weggelaufen? Ich war noch ewig beschäftigt da oben. Das heißt, die anderen vier sind eigentlich safe im Finale. Wir schauen mal, wer jetzt hier gewinnt. Ult. Nee, da war keiner. Okay, aber hier. Nice. Jetzt. Junge. Als ob ich den nicht bekomme. Jetzt aber. Ja, so, einer noch. Ja. Also, fürs Finale, ihr müsst euch direkt verstecken. Keine Kisten holen, direkt verstecken, wie gerade eben. Und es geht relativ schnell los. Ich warte so 20, 30 Sekunden ab. Dann starte ich mit den Bären von der Ecke aus, direkt, wo ich spawne. Okay? Okay, so, Finale. 100 Euro Preisgeld. Moin. Danke schon mal. Genau, hol euch einfach gerne einmal. Danke, sehr gut. Ihr könnt loslegen, ich hab den Bären, ich hab den Bären. Ihr könnt abhauen. Okay, 3, 2, 1, go. Ich droppe mich hier hin. Und der Bär läuft nach links. Okay. Es ist total egal, wer zuerst ausscheidet. Es kommt nur drauf an, wer als letztes lebt, bekommt 100 Euro Preisgeld. Oh Gott, nein, die sind alle auf dem Haufen. Was machen die denn da? Yo. Eieiei, ich muss mitschauen. Wo sind die denn? Das gibt's ja gar nicht. Das sind alle vier gewesen. Alle auf dem Haufen. Einfach da. Ey, wie geil. Es ist so gut. Ich hoffe, der Bär stirbt noch nicht. Das wäre natürlich kacke. Oh, Killer Fritz ist der Erste, der gefokust wird. Wir sehen es hier schon mal. Ich hole mir, glaube ich, gerade schon mal die nächste Ult bei den anderen ab. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Danke. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich schon mal die Ult hätte wieder. Sehr gut. So. Der Rest muss eigentlich der Bär machen. Also, wir haben das Finale. Es wird ganz eng. Killer Fritz. Oh, der Coole läuft nach unten. Hä, was macht der denn da? Ist das smart? Weiß ich jetzt nicht. Doch, er muss aufpassen da unten. Alles gut. Killer Fritz ist, glaube ich, als Erstes raus. Ich glaube, ich werde keinen Stun-Gadget nutzen, damit es fair bleibt im Finale. Ehrlich gesagt. Oh, Junge, er schafft's nicht, oder? Oh, das ist so bitter. Drei noch am Leben. Der Coole. Oh, jetzt ist er gefokust. Nein. Ja, er ist in der Ecke. Er geht in den Poison. Nee, das klappt nicht. Ey, nicht meinen Bären umbringen. Ach, Digga. Gut, dass ich auch einen zweiten Bären hatte. Let's go. Okay, auf geht's. Der letzte Überlebende gewinnt. Max wird gefokust. Oh, das war's. 100 Euro an der Stelle an den Gewinner. Glückwunsch an Kill. Da würde ich sagen, wie immer, lasst gerne ein Abo da für weitere Minigames-Turnier-Folgen, wenn euch das Ganze gefällt. Und schaut noch im Abstand vorbei. Da ist auch heute meine FIFA-Folge verlinkt. Denn ich will auch in Zukunft FIFA bringen auf meinem anderen Kanal. Wenn es interessiert, schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Video. Und haut rein. Danke. Ciao.